Freunde. Ich bin gerade dabei, unsere heutige Gute-Nacht-Geschichte abzufeuern. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Warum bezahlst du das mehr? Ein paar Fischer hatten einen Schaden an ihrem Boot. Sie hingen in der Taufleine fest. Ach, so war das. Genau. Und Botschafter Conrad hielt es für schlauer, sein Geld wegzuwerfen, als ihnen den Schaden zu bezahlen. Du blöder Arsch! Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Das ist so richtig... Ach, diese scheiß Gesichtsanimation, das ist so schlimm. Wir haben einen kurzen Checkpoint. Ich werde mal sagen... Ich mache mal eine ganz kleine Pingelpause. Lasst euch mit dem blauen Bildschirm hier und ja... 3 Minuten, wenn überhaupt. Bis gleich. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Brad. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Aha. Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Hm. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Nee. So, Hier. Hallo, Matrose. Alles gut? Sorry, ich war mit meinen Gedanken bei dem irren Tauchgang. Kaum zu glauben, was wir erlebt haben, oder? Wenigstens bleibt etwas Gutes in Erinnerung. Junge, was für eine Kameraeinstellung. Da. Einfach weiter nichts sagen. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Oh. Nichts sagen. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Oh, verdammt, ey. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon, irgendwas Magisches? Jetzt nichts sagen?
Okay, das reicht aber wirklich. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Was mit dem Bier? Da fliegt er da auf die Fresse. Oder kloppen die sich jetzt? Das wäre geil. Die sollen sich mal richtig schön auf die Schnauze hauen. Darauf hätte ich jetzt so richtig Bock. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Irgendwie, ich weiß es nie. Also. Mich erinnert das halt an so einen richtig schlechten Netflix-Horrorfilm. Noch einmal fürs Protokoll. Aber als so ein. Aber halt so ein richtig schlechter Netflix-Horrorfilm, ich weiß es nicht. So, warte mal, wo hat ihr Alte jetzt ihren Koffer? Können wir irgendwas drücken? Wir machen einfach mal Scheiße. Du sollst nicht so weich sein. Ich such dann jetzt mal Julia. Hey! Zeit für eine Grillparty. Mochi kann das geben besser. Oh, ja, nein. Grüße. Noch nicht. Ich war abgelenkt. Wer ist Mochi? Hab ihn. Gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Aber Grüße und danke für deine erste Nachricht. Danke fürs Zuschauen. Und so weiter und so fort. Genau hier. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Mandschurei, Alter. Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow, habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ja, nichts sagen. Was bringt das überhaupt? Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Ach, du Scheiße. Ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon. Aber weißt du, keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Ja, ach komm, lass hören. Was damit? Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sind wir bei Lovecraft? Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Okay, es geht los. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend.
Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Ja, komm. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung? Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Ja, hier. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Boah, ey, das ist so schlecht in Deutsch synchronisiert, ey. Das ist so, weiß nicht, die schlafen doch in der Kabine schon selber ein. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Ach, das ist furchtbar. Leo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ja, gut. Wir machen hier nichts sagen. Irgendwie. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind Standardregeln des Institutionsprotokolls. Der will sie einfach nur wegschädeln. Fantastisch. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Der Relingkotzer. Jung. Jetzt. Oh. Ach, sind bestimmt wieder die Piraten. Scheiße. Ich hab das Event verkackt. Junior? Der war doch. Ey, war doch so klar. Das ist ja Warner? Nee. Was seid denn ihr jetzt schon wieder? War vorauszusehen. Warte mal. Thank you.
Human Centipede. Ach, hier kommen Knebeln. Schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Ah, Arschloch. Ich komme später. Dev kann keinen geben und dafür niemand lieben weiß, wir ihn, dass denn ihr ein hier großes seid, Herz reicht immer. Das seid ihr ganz allein. Oh. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Kein Plan, wenn ihr das Spiel bei dem Spiel besser unterhalten kann, ja, dann ist es so. Da gebe ich keinen Fliegen, denn ich spiele es ja zum ersten Mal und von daher will ich auch mal gucken, was es hier gerade geht. Richtig schön in Ding reingedonnert. Warte mal, hier kommen. Richtig schön in die Scheiße reinreiten. Oh ja, so behandelt man eine Lady. Jawohl. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Was für ein Held. Halt! Halt dein, Alex! Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Tja, da ist die Tarnung aufgeflogen. Hey. Schwarkopf.
Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch nicht. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hä? Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Was? Wie viel Geld sie haben. Ach. Weil der Volldepp natürlich mit seinem Geldschein rumgeworfen hat. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Was gibt es Schöneres, als überall Leichen zu sehen?